Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Zwillingshaus für Judy und Mia aus dem Kendra Let's Play. Und dies ist Teil 2. Okay, ich habe jetzt nur notdürftig den Rohbau hingekriegt letztes Mal. Und schon viel zu viel Geld ausgegeben. Ich mache jetzt auch erstmal kein Fundament hin, denn dann brauche ich ja noch eine Treppe. Das kostet dann auch. Und meine Idee ist, dass ich Judy und Mia die Ernte von den nächsten Tagen bei der Kendra einsammeln lasse. Und dann bringen die ordentlich Aussteuer mit in das neue Haus ein. Und dann kann ich das vielleicht nochmal renovieren, also nochmal zusätzliches Geld reinstecken. Vielleicht lasse ich die sogar erstmal einen eigenen Haushalt gründen und bringen die sogar noch dieses Startkapital mit ein. Aber jetzt kümmern wir uns mal um die Dachfarben. Das ist ja mehr hier so was Altmodisches. Ich glaube fast da zu diesen Dächern passt besser da so ein einfarbiges. Ah ja, was wollte ich denn? Außer schwarz und weiß. Will ich da rot? Würde schon cool aussehen. Oh, aber das sieht nicht so cool aus. Und dieses hier ist mir so ein farbloses Grau. Und wenn ich das weiß mache, ich probiere es mal in weiß. Einfach mal, um die Wirkung zu sehen. Ja. Ich meine, weiß macht Sinn, dann scheint die Sonne da nicht so krass drauf. Also dann heizt sich das nicht so extrem auf. Und dieses hier, das ist natürlich ein schöner, warmer Farbton. Und schwarz, es sieht aus wie Dachpappe. Also ich denke mal, das lasse ich schon so. Und jetzt gucke ich aber mal die Wandfarbe. Die muss ja jetzt auch möglichst billig sein. Guck ich mal. Es könnte jetzt natürlich hier so ein dunkler Farbton sein. Gibt es denn da was Graues? Nö, das sind alles richtige Farben. Und hier, da gibt es Grau. Das sieht aber natürlich gruselig aus. Gucken. Nö. Also nicht wirklich gruselig, aber öde. Und dies hier ist die Trockenwand. Wo sind denn hier normale Farbtöne? Das kostet schon doppelt so viel. Und das ist braun? Nee, das ist schon fast schwarz. Aber sieht das cool aus? Schwarz? Also, sagen wir mal Anthrazit. Ah ja, okay. Ja, es hätte einen gewissen Stil, sagen wir mal so. Gefällt mir das? Ich meine, ganz weiß würde mir auch nicht so gefallen, glaube ich. So. Das sieht schon sehr weiß aus. Ich fahre es mal so hin, damit ich das irgendwie mehr so sehe, ja. So. Tja, schwierig, schwierig. Und ich hätte eigentlich gerne diese billigeren Farben. Also. Blau geht auch nicht. Ich mache immer meine Starterhäuser blau. Das geht hier irgendwie gar nicht. Es würde mir allerdings schon ganz gut gefallen. Und so ein Blau. Das würde mir fast noch mehr gefallen. Oder wenn ich einfach Rot als Farbton nehme, dann könnte ich mal gucken, was für Rottöne. Das sieht krass aus. Zu krass. Das auch. Das würde ja als... Naja. Das würde zwar als rot durchgehen.
Und dieses hier. So. Und dann, naja, das ist die kostenlose Farbe. Naja, meine Achterboden, die sind rot. Ich sollte schon mal eine andere Farbe nehmen. Also prinzipiell ist vielleicht rot gar nicht so schlecht. Als Ergänzung für Schwarz und Weiß. Aber die Farbe für das Haus. Wie sieht das aus? Tja. Naja, bei so einem Starterhaus ist man schon sehr limitiert. Und wenn man dann sich auch noch auf einzelne Packs beschränkt, ist man noch mehr limitiert. Gefällt mir das irgendwie? Dunkleres Grau gibt's da nicht. Ah, hoppla. Hey. Mal gucken, ob es hier vielleicht was gibt. Das ist auch billig. Leider hier anderes Pack. Oh, das wäre natürlich krass hier, sowas. Das wäre doch mal ein krasses Haus. Dann würde ich das auch so machen. Ah, das sieht dann aber nicht so gut aus. Aber das hat was. Es ist auf jeden Fall abenteuerlich. Und dann würde ich hier mal nach so einem Dunkelblau suchen, das dazu passt. Nein, das ist viel zu hell. Das dunkelste Blau. Ist das hier? Das ist... Ja. Okay, damit könnte ich mich anfreunden. Gut. Jetzt gucken wir mal. Diese Friesen, die kosten, glaube ich, auch Geld. Ja, leider. Mal gucken. Okay. Ja, das läppert sich. Ich lasse es erstmal ohne. Ja, und jetzt braucht das Ganze eine Haustür. Gut, gibt es bei diesem Pack auch Türen? Sonnenterrassen war das. Okay, ich habe auch mal die anderen Packs alle durchgeguckt, welches Pack ich nehme. Und so für Starterhäuser sind gar nicht alle Packs geeignet. Also zum Beispiel das Kinderzimmer... Pack, das macht für ein Starterhaus eigentlich nicht viel Sinn. Außer wenn man jetzt alleinerziehende Mutter mit drei Kindern machen will oder so, dann geht das vielleicht. Also es gibt keine Türen. Die Tür muss preiswert sein. Alles muss preiswert sein. Wie viel haben wir denn verbraten? Fast 16.000 schon. Okay. Ich hätte gern die Möglichkeit, es wie bei der Sims 4 Kamera so zu ziehen, das ist ja wie bei Google Earth, und trotzdem da den Winkel zu bestimmen. So muss ich immer hin und her schalten, was ich ein bisschen nervig finde. Also, eine preiswerte Tür. Die würde natürlich gehen... Aber will man da reingucken? Nee, eigentlich nicht. Eine Eingangstür. Über die... Oh, das ist dann gleich relativ teuer. Ja, ab hier sind die mir schon fast zu teuer. Tja. Und die hier, die schlichte... Ich hätte dann Blau als Farbton. Dann dürfen die hier alle nicht sein.
Die ist braun. Mal gucken. Und die gibt es nur in weiß. Ich meine, das wäre eine Alternative. Weiße Türen. Ja. Ich glaube, besser hier. Und jetzt schalte ich mal wieder um und klappe das hier alles runter. Na komm. So, da will ich hin. Weil die Räume baue ich wohl gar nicht erst aus. Die gehören dann zum Ausbauteil. Aber hier. Die werden natürlich ausgebaut. Ah ja, und dieses Bad werde ich wohl ausbauen. Ja. Okay. Fenster brauchen wir auch. Fenster. Da müssen wir also dann eine schlichte Version nehmen. Leider geht da nicht diese schönen, preiswerten Elternfreudenfenster. Die sind nämlich ziemlich klasse. Was kosten denn die? 50 schon. Die sind außerdem altmodisch. 55 und die da? 65 würden vom Stil her eigentlich am besten passen. Ja, machen wir hier. Das passt dann nicht so gut. Tja. Muss aber sein. Und dann hier fürs Wohnzimmer eins. Und hier oben eins für dieses Zimmer und eins für dieses Zimmer. Und die müssen zusammenpassen. So. Ja, das geht doch dann halbwegs. Okay, und da brauchen wir auch noch eine Tür zum Whirlpool raus. Der ist ja wichtig. Da könnten wir die durchsichtige Tür nehmen, aber dann mit weißem Rahmen machen wir das lieber so. Okay. Und hier brauchen wir Halbwände oder Zäune. Guck ich mal, was billiger ist. Zaun, da kostet der, ich glaube, dieser für 25 ist das billigste. Aber schauen wir mal nach den Alternativen. Halbwände 30. Ich denke mal, wir leisten uns die Halbwände. Der Unterschied ist nicht so groß. Und es gibt mehr Privatheit. Allerdings muss man jetzt dann auch noch die anpinseln. Mal gucken, das kostet dann nochmal 36. Und innen auch noch. Vielleicht doch erstmal lieber den Zaun. So, das kann man ja ersetzen. So. Jawohl. Ich denke mal, da sparen wir erstmal ganz gut was ein. Jo. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal zwei Betten und dann noch die Badezimmerausstattung. Na, es wird schwierig zum Spielen sein, dieses zweite Schlafzimmer, weil das Dach dann im Weg ist. Da muss man das halt so spielen. Ja. Also erstmal Betten, damit das schon mal erledigt ist. Es wird schon ein etwas merkwürdiges Starterhaus. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als diese Betten hier zu nehmen. Weil die einfach am preiswertesten sind. So. Aber wir können natürlich die schickeren Farben nehmen. Die haben nämlich eigentlich ganz gute Farben. Nein, so wollte ich das. Dieses Blau gefällt mir ganz gut. Das. Dieses hier können wir für das eine nehmen. Und dann für das andere können wir das nehmen.
Und ob wir dann noch Geld für so Nachttischchen und so haben, das müssen wir dann sehen. Ja. Auf jeden Fall ist hier genug Platz für Nachttischchen und kleine Wiege und noch einen Schrank und so weiter und so fort. Wandfarben. Ne, erstmal richte ich das Bad unten ein. Dann weiß ich, wie viel Geld übrig ist. So. Das kriegt auch ein Fenster. Und zwar dieses ganz kleine, schlichte, popliche. So. Okay. Und ja, sollte man sich erstmal eine Badewanne kaufen. Das dauert zwar immer lang, bis die dann sauber sind, aber dann ist wenigstens das schon mal für Kleinkinder ausgerichtet. Und da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die billigste zu nehmen. Nehmen wir die in Schwarz, das wäre wenigstens elegant. Ist das elegant? Ja, ich denke mal, das ist schon irgendwie stylischer. Und ich glaube, auch das billigste Klo gibt es auch in Schwarz. Ja. So. Das schieben wir dann hier in die Ecke. Und dann kommt noch ein Waschbecken. So. Okay, oder wir stellen es dahin. Ja, jetzt 18.500. Nein, nein, nein. Na, hier können wir auf jeden Fall mal ein bisschen mit den Farben spielen. Gucken wir mal, ob es da eine dunkelblaue Option gibt. Ja, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und hier. Jawohl. Das lassen wir einfach, wie es ist. Das finde ich recht cool. Und hier. Ja, warum nicht das? Vielleicht, weil das Blau nicht zu dem Blau passt. Dann nehmen wir hier das Schwarz. Und hier. Die lassen wir vielleicht so. Dann kommt jetzt natürlich noch ein Fußboden dran. So. Es ist schon alles sehr schlicht. Gut. Hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auf jeden Fall einen dunkelblauen. Ja, der ist, glaube ich, dunkelblau. Und da könnte man vielleicht noch so Bereiche andersfarbig absetzen. Zum Beispiel hier diesen Wohnzimmerbereich. Sieht das gut aus? Dann besser so. Das ist ja nur sehr klein, das Wohnzimmereck, aber ich denke mal, für den Anfang reicht es. Und also ganz passt es nicht, dieses super dunkelblau mit dem Schwarz. Ich guck mal, was wir sonst noch so für Alternativen haben. Es gibt es hier auch in Weiß. Tja. Mal gucken. Bin gerade am Überlegen, ob ich die Farben vielleicht doch auf was anderes ändere. Aber diese lustige Wandfarbe für außen, die gibt es nicht in irgendeinem Rotton. Darum macht Blau schon Sinn.
Und das gefällt mir hier eigentlich auch ganz gut. Das ist noch nicht so optimal. Ja, das passt vielleicht fast besser so. Tja, also mit dem hier schwarz-weiß-mäßigen bin ich noch nicht so zufrieden. Es müsste auch nicht so eckig sein. Also so würde auch gehen, finde ich. Weil es sieht sonst so, ja, hier in der Mitte so leer aus. Jetzt gucke ich hier nochmal die Farbvarianten durch. Ich habe mich da schon ganz schön eingeschränkt. Tja, also wenn ich hier das Blaue mache, oder ich nehme hier dieses Türkis, zählt das als Blau? Passt das zu dem? Ach, das würde dann nicht passen. Ja, das sollte ich mir nächstes Mal genau überlegen, ob ich mich so stark einschränken will. So. Aber ich denke mal, so sieht das halbwegs gut aus. Ich gucke hier nochmal die Farbvarianten. Wenn ich das hier nehme... Nö, das ist ein bisschen arg finster. Dieses hier auch nicht. Dies... auch zu dunkel. Dies... nö. Das zu braun, das zu grün. Das hier gibt es auch in Weiß. Das macht aber keinen Unterschied. Dann... ah, und dieses hier fand ich passt nicht so ganz. Nö, nehme ich auch zu oft. Und bei dem... hier gucke ich mal, ob es da auch interessante andere Optionen gibt. Aber ich glaube fast nicht. Mit Rot hätte man was machen können. Also irgendwie... hier ist nochmal Rot. Da ist Rot. Und die gibt es auch mit Rot. Nö. Die gibt es nicht mit Rot. Naja, dann lasse ich das mal so. So. Jetzt brauchen wir hier eine Wandfarbe. Ich meine, da gibt es ja schon mehrere blaue. Dieses hier würde sich eigentlich anbieten. Ja, ah, und ich dachte vielleicht in der Küche auch einen anderen Fußboden. Gucken, ob es da billige Fliesen in passenden Farben gibt. Dieses hier vielleicht. Oder dieses hier. Das würde vom Stil her passen. Und dann gucken wir mal. Fliesen für die Küche. Das wäre jetzt weiß. Und dieses hier. Das wäre zu krass blau. Oh, dies hier, da gibt es, glaube ich, ein schönes Blau. So. Ja, dann hätte die Küche wenigstens ihre eigenen Farbtöne. Aber da muss ich beim Boden noch mal gucken. Was kostet das? 4 und das kostet auch 4. So. Ja, da muss ich das, da muss ich nicht drüber schlafen, aber das muss ich nochmal auf mich wirken lassen. Okay, aber fürs Bad ist das auf jeden Fall gut. So. Und die Episode ist schon wieder zu lang. Ich muss also schon wieder Schluss machen. Das fällt mir oft ganz schwer, wenn ich so mittendrin im Baurausch bin.
Okay, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.